Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Wir sind hier gerade auf der Herbsthöhe und stehen quasi mitten vor dem Wasserpergamento oder Pergamenton, wie ich es auch gerne nenne. Wir sind nicht in diese komischen Chip-Chips reingelaufen, das finde ich sehr gut. Und wir haben es zum Tempel des Wasserpergamentons geschafft, ja. Und dann kriegen wir nämlich die zweite Fähigkeit drin und ich bin sehr gespannt, wie der zweite Pergamenton-Typi drauf ist und was er kann und vor allem, wie dieser Tempel aussieht. So, lassen Sie mich bitte rein. Oh nein, ich brauche zwei Sachen. Das ist ja belastend jetzt. Oh, jetzt habe ich's, Mario. Man muss bestimmt beide Schalter gleichzeitig drücken. Sag bloß, Olivia. Bist du da ganz alleine drauf gekommen oder hat dir das irgendjemand vorgesagt? Ich bin clever und süß. Es ist clever und süß. Wie eine Pepsi. Olivia, wie eine Pepsi. Leider schwebst du. Bist wohl doch nicht so klug, hä? Oh nein, ich schwebe ja. So kann ich die Schalter nicht drücken. Oh nein, Bobby, wo bist du? Tja, ich glaube, ohne seine kleinen süßen Füßchen kommen wir hier nicht in den Tempel. Lass ihn mal suchen. Okay, Olivia, wenn du das sagst, aber erstmal lass uns kämpfen, denn ich hab Bock zu kämpfen. Hey, guck mal, die sind von Anfang an gar nicht richtig geordnet. Hä, war das nicht früher immer so, dass sie auf jeden Fall richtig geordnet waren? Das ist ja weird, aber ist trotzdem sehr einfach. So, jetzt sind sie richtig geordnet. Muss ja alles seine Ordnung hier haben. Ist halt so. Und wenn jetzt die Eisenstiefel nicht kaputt gehen, dann weiß ich auch nicht. Dann halten die einfach viel zu lange. Ich habe die schon seit Anfang des Abenteuers. Hab sie jetzt schon 8 Milliarden Mal benutzt und sie sind immer noch nicht kaputt. Immer noch nicht. Hä? Wieso halten die so viel aus? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht normal. Diese Eisenstiefel sind bestimmt made in Germany. Und dabei kommt das Spiel aus Japan. Was ist hier los? Ich verstehe das nicht so ganz. Gut. So, die Sache ist, die spawnen leider später nochmal neu. Hier ist irgendwo tot. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. War jetzt nicht so krass versteckt. Oh, vielen Dank. Stehen wir hier vor dem Eingang zum Tempel des Wasserpergamentons? Man sagt, in diesem Tempel sei ein gigantischer Furcht entflößender Wassergeist. Aber die Leute reden ja viel. Dieser Tempel macht echt was her. Ich frage mich, ob der dem Wasserpergamenton schon immer gehört oder ob es ihn renoviert hat. Gute Frage. Egal, wir müssen Bobby suchen. Der müsste ja dann noch in diesem komischen Feld drin sein, nicht wahr? Keine Sorge, Bobby. Ich komme und rette dich. Ja, jetzt kann der aber trotzdem überall hier drin sein. Ist die Frage, konnte man den vorher schon hier drin finden? Das fände ich richtig witzig. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier... Ja. Du wartest also auf deinen Kumpel, ja? Ich auch. Kumpel haben ist eine tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Jetzt sag mir nur nicht, dass du dich tatsächlich in diesem hohen Gras verlaufen hast. Oh, Onkel M, Tantchen. Ich wusste doch, dass wir uns früher oder später wieder treffen würden. Seine Kumpel wiederzusehen ist auch ziemlich toll, kann ich ebenfalls empfehlen. Hey, du hast deine Kumpels getroffen, das geht echt nichts drüber. Lass uns eine Super-Duper-Dosen-Party schmeißen, um das zu feiern. Ciao-wai. Eine Super-Duper-Dosen-Party? Das klingt wirklich spaßig. Moment, nein, 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 wir müssen doch zum Wasserpergamenton. Ich werde das jetzt permanent durchführen, diesen Witz, Leute. Pergam, Anton. So. Komm schon, Bobby. Verabschiede dich von deinem neuen Freund. Oh, na gut, Tantchen, dann lass uns gehen. Nein, ich will Party feiern. Kleiner mexikanischer Sombrero-Typ hier. Hast du Tequila dabei? Ich hab Salz. Because I'm salty. Oh mein Gott, was ist denn heute? Egal. Eine Super-Duper-Dosen-Party. Ich kann's kaum erfahren, dass meine Kumpels auch auftauchen. Shio-wai. Lass bitte deine Party. Oh nein. Warum ist Olivia so eine Spaßbremse? Okay, so, wir haben Bobby auf jeden Fall und den ganzen Weg wieder zurück. Ich hoffe, wir verlieren ihn jetzt nicht nochmal im hohen Gras. Das wäre ziemlich belastend. Nein, er ist da. Aber jetzt ist Olivia weg. Aber Olivia war auch schon vorher weg, ne? Egal. Auf Olivia können wir verzichten. Wer bist du denn? Bitte lassen Sie mich vorbei. Oh, ein neuer Freund. Er sieht gar nicht aus wie diese faltigen Kerle. Das muss bedeuten, dass er ein Freund ist, oder? Na, la, 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 hallo, Freund. Na, Stampfi, ich bin Bob Bob. Wie heißt du denn? Hm, der sagt ja gar nichts. Hat bestimmt... Und da ist Bobby schon wieder weg. Oh, Bobby, nein. Aber hier ist Runterfallen doch verboten, Bobby. Wieso machst du das? Ach, scheiße, okay. Es wird doch noch einige Zeit dauern, bis wir in das Wasserpergamenton kommen. Hätte man sich aber eigentlich auch denken können. Perfekte 10, Mario. Gut gelandet. Ganz schön mutig, Mario, von einer Brücke zu springen und den armen Bobby zu retten. Von einer Brücke zu springen, wo es verboten war, runterzuspringen vor allem. Na gut, lass uns Bobby suchen. Klar, aber erstmal komische Löcher füllen. Ja, Löcher stopfen. Das ist das Witzigste an diesem Spiel. Nicht. Und noch eine Truhe. Mit Kisten. Nice. Kisten sind das Allergeilste. Ohne Kisten gäbe es viel weniger Katzenvideos. Naja, weiß ich nicht. Die mögen eher Pappschachtel, ne? Aber Kisten sind auch wichtig für Katzen. Ohne Kisten wären die bestimmt depressiver, als sie jetzt sind. Ey, was ist das denn da? Da kommt etwas Rundes in unsere Richtung gerollt.
Oh, das ist bestimmt Bobby. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir ihn so schnell finden. Bobby! Das ist bestimmt Bobby. Ganz ich laufe schon mal weg. Ah, ist nicht Bobby, ist nicht Bobby, ist nicht Bobby! Ah, ich liebe diesen Slapstick-Humor. Das ist jedes Mal witzig. Okay, das ist ja... Kann man... Aua! Das ist ja voll böse. Wie soll ich das denn jetzt machen? Das erinnert an an Mario 64. Da gab es doch auch so eine ähnliche Stelle. Okay, rechts, links. Hier warten. Weiter, aua, nach oben laufen. Kann man da nicht einfach gegenhauen oder so? Ach komm, wir müssen nicht warten. Okay, wir müssen doch warten. Da oben ist Bobby, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, Bobby, ich komme zur Hilfe. Mario ist on the way. Einen Moment, ich bin gleich da. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher. Oh, muss ich das hier vielleicht kaputt machen? Ja, ich bin so schlau, ich sehe einfach alles. Ich habe einfach die Adleraugen von der Deutschlandflagge. Die habe ich einfach. Hä? Hey, who are you? Hello? Sweet Toad? Das sind gleich drei Toads. Oh, wir sind das Kastanien-Toll-Trio und damit sozusagen eine harte Nuss. Ach, das sollen Kastanien sein. Au. Sehr gut, Kastanien. Ihr habt's raus. Jetzt auf jeden Fall raus, mir weh zu tun. So, diesmal nicht. Ich lerne auch dazu. Ihr könnt mich dreimal treffen, aber ein viertes Mal ist nicht drin. So, sorry, Bobby, aber der Schatz ist wichtiger als du. Ja, endlich haben wir auch das Schild. Nice. So, Bobby, da komm mal da raus. Was machst du da? Oh, Klemmtantchen, ihr habt mich gerettet. Ich bin nicht absichtlich von der Brücke gefallen. Ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich würde euch auch keine Umstände machen. Ach, meine zwei besten Freunde haben mir gerade das Leben gerettet. Das wird eine richtig tolle Erinnerung. Kein Problem, wir sind einfach froh, dass es dir gut geht. Du musst vorsichtiger sein, Bobby. Kein Kullern von Brücken mehr, okay? Oh, ich heiße doch Bob Omm-Tantchen. Kein Kullern mehr. Ganz bombiges Ehrenwort. Wenn wir jetzt gehen, ich habe ein ganz klein bisschen Angst vor diesen stacheligen Kastaniendingern. Die Musik kenne ich. Das ist eine Neuinterpretation, glaube ich, von einem alten Paper Mario-Musikstück. Ziemlich sicher. Von... Aua! Nein! Oh mein Gott. So, jetzt aber. Die fallen auf jeden Fall immer im gleichen Abstand runter. Also man kann sich merken, wie sie runterfallen. Wow, um dann nicht getroffen zu werden. Okay, Dreier. Und noch einer. Speicherpunkt. Okay, geschafft. Easy game. Da hinten scheint irgendwas versteckt zu sein. Oh, noch mehr Kastanien. Oh, ah. Bobby, hör auf, immer zu sterben. Ah, und ich habe vergessen, weiterzulaufen. Aua, 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 aua. Wie, die bleiben einfach stehen. Hä, was sind das denn für Gegner? Das sind diese alten Gumbas, ne? Heißen die auch anders? Die kannte ich aus Mario Maker 2. Da hat man die ab und zu mal gesehen. Kannte ich davor gar nicht. Aber anscheinend sind das ja legit irgendwelche Gegner. Ist ja heftig. Nee, warte, wir müssen... Was müssen wir machen? Okay. So und so. Nein, doch nicht! Hä? Oh, falsche Richtung gedreht, gell? Mist. Und ich bin gespannt. Halten diese ekligen Gumbas noch mehr aus? Nee, 12 Leben und die sind schon tot. Aber 10 Leben halten die aus. Und dann landen die so komisch auf dem Rücken. Das ist auch wie bei diesen Jump'n'Run Marios, oder? Ich glaube, da kann man die dann mitnehmen. Okay, dann haben die entweder 11 oder 12 Leben. Tja, weiß man nicht. Auf jeden Fall, wenn man die richtig anordnet, dann sterben die auch mit dem normalen... Aua. Mit dem normalen Sprung. Ansonsten haben sie aber dieselbe Kampfmuster wie auch die normalen Gumbas. Okay. Weiß ich Bescheid. Nein, nein, nein! Oh, wieso bin ich so dumm? I don't get it. Toll, jetzt habe ich nur 2 getötet. Da lebt jetzt immer noch einer. Ach, Mann. Und ich spring! Ma! Ich mache alles falsch gerade. Aber das Spiel ist gemein zu mir. So. Das Problem bleibt leider bestehen, dass Bobby jetzt wieder weg ist. Schon wieder. Okay, tschüss, Gumba. Muss ich jetzt den Gumba da wirklich runterschlagen? Er hat mich verarscht! Der Gumba hat mich verarscht und hat seine Freunde einfach mitgebracht, seine ganze Familie. Absolut keine Ahnung. Ich will einfach mal angefeuert werden. Sagen wir für... Ja, so für 1000. Ja, ja. So, dann kommt mal her, meine kleinen Toads. Vernichtet sie alle. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ach, guck mal, die drehen die sogar ein bisschen anders. Die heilen mich. Aber die haben die gar nicht angegriffen. Das war ja jetzt ein bisschen lame. Aber sie haben sie gedreht. Guck mal, jetzt kann ich die richtig anordnen. Das ist ja nett. Danke, kleine Toads. Und das hat mich nur 999 Münzen gekostet. Ich finde schön, wie dieser eine normale Gumba da mittendrin steht, der die ja alle geholt hat. Das ist der Gumba mit all seinen Albaner-Freunden. Ist das rassistisch? I don't know. Bin mir nicht so sicher, ob das sich jetzt gelohnt hat, dafür 1000 Münzen auszugeben. Aber hey, ich habe 30 Leben geheilt.
und keine Leben verloren. Und ich krieg ja sogar noch Geld zurück. 180. Naja, darf man jetzt nicht in jedem Match machen. Weil sonst wird man, glaube ich, sehr, sehr schnell arm. Aber ab und zu, wenn man ganz dumm ist, kann man das ruhig mal machen. Was ist das denn? Der Drehpanzer. Kennt ihr den noch, Leute? Aus der sagenumwobenen Folge, keine Ahnung, wo ich den Erd-Pergamenton vernichtet habe? Nee, die Folge davor. Folge 11 oder so? Da war das. Da haben wir das schon kennengelernt. Wow. Cameo. Cameo-Auftritt auf jeden Fall. So, ich vermute mal, ich darf nicht gegen die Dinger laufen, weil sonst explodieren die und wollen gegen mich kämpfen oder so. Oder machen zumindest Schaden. Was geht mit dir ab? Seid ihr Toads? Seid ihr das Trio? Das ist bestimmt das Kastanientrio. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht das Kastanientrio ist? Leute, so geht das nicht. Kastanientrio, please. Oder von der ganz anderen Seite. Ah, da sind wir schnell genug. So, und jetzt weg mit euch. So, Rache dafür, dass ihr mir 10 Leben abgezogen habt, ihr Bastarde. Was sind denn da gelandet? Lass dich nicht vom Goomba auffressen. Ich bin sofort da. Chill kurz deine Base, ja? Was haben wir hier? Wofür ist das? Das hat bestimmt irgendeine Bewandtnis. Ist der Stumpfenstrunk hier irgendwo? Okay, da hinten war falsch. Das heißt, wie zur Hölle komme ich zu Bobby da oben hin? Ist ja schwierig. Also ich weiß, wo er ist, aber ich weiß nicht, wie ich ihn da retten soll. Ich sehe halt nur diese grüne Röhre da oben. Aber sonst gar nichts. Aua. Ah, hier rechts. Dann lassen wir uns halt... Da ist doch die Röhre. Okay. War gar nicht so schwer. Man muss nur seine Augen offen halten. So, Bobby, ich rette dich jetzt zum dritten Mal. Und dann ist aber auch gut, ja? Ja, ja, Hilfe. Hier, zum dritten Mal. Kommen Sie da runter. Warum? Also nochmal. Oh mein Gott, okay, Bobby geht mir ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Hier ist irgendwo ein Tod versteckt. What? Warum ist hier ein Tod versteckt? Was? Warum? Wo ist denn Bobby jetzt hin? Oh Mann. Ich hasse alles. Wo ist er hin? Er ist doch einfach nur runtergekullert. Ja, hey, absolut keine Ahnung. Hallo, habt ihr den? Scheinbar nicht. Aber wir kriegen Pilz. Aha, nett. Ja, und wo ist jetzt Bobby? Der wird doch garantiert in irgendeiner von diesen Kastanien drin sein, oder nicht? Scheinbar nicht. Ich bin überfragt. Der kann doch gar nicht so weit weggerollt sein. Aber das ist auch so, wenn irgendwas runterfällt... Was wird da drin? Nee, das ist ein Tod. Wenn irgendwas runterfällt, irgendeine Schraube oder so, die landet genau da, wo man am letztes suchen würde. In der letzten fucking Ecke. So, da komm raus, kleiner Tod. Ich hab dich ja anscheinend übersehen. Ah, puh, vielen Dank, Mario. Diese Kastanien sind wirklich nicht zum Aushalten. Ja, okay. Bring mich bitte zu Bobby. Der kann ja dann nur hier runtergefallen sein, aber da ist er nicht. Keine... Wo zur Hölle? Da. Es ist einfach nicht möglich. Hä? Jetzt ist er einfach hier oben? Ich habe ihn doch gesehen, wie er links runtergefallen ist. Wie zur Hölle kommst du hierher? So, Bobby, zum vierten Mal gerettet. So ein Witz, wie ist er da hingekommen? Ja, bitte mehr Kastanien. Ach, sieh ihn dir nur an. Wir haben die ganze Gegend nach ihm abgesucht und uns ist die schlimmsten Dinge ausgemalt. Und er schläft hier ganz friedlich. Stups ihn mal an, Mario. Oh, so als wenn er unser kleines Baby wäre. Aber ich habe da oben gerade noch einen Toad gesehen. Den hätte ich gerne, bevor Bobby aufwacht. Hallo. Danke fürs Runterkommen. Ah, Falter Ego, hihi. Aha, wegen alter Ego. Witzig. Oh, süß. Sorry, ich muss dich leider aufwecken. Oh, hallo Onkel M. Ich habe eine Abkürzung gefunden, als ich den Hügel runtergekullert bin. Toll, oder? Oh, ihr habt richtig lange gebraucht, um hinterherzukommen. Da bin ich wohl etwas weggenickt. Ach, zum Glück haben wir dich gefunden. Das ist so, als wenn Mario und Olivia jetzt irgendwie die Eltern sind und Bobby ist unser kleines Baby, das die ganze Zeit irgendeinen Unfug treibt und wir laufen die ganze Zeit hinterher und versuchen ihn irgendwie daran zu hindern, zu sterben einfach. Ah, bin ich froh, dass wir dich jetzt nicht mehr suchen müssen. Müssen wir nicht, oder? Dann lass uns jetzt endlich zum Tempel des Wasser-Pergam-Entons gehen. Oh, klingt gut, nicht weggehen. Tempel des Wasser-Pergam-Enton. Wir sind auf dem Weg. Na endlich. So, Bobby, bleib dicht bei mir. Okay, nice, wir haben es geschafft. So, Bobby, stell dich auf den anderen Knopf. Alles klar, kein Problem. Lalalala, zack. Wenn er jetzt im Wasser landet und einfach stirbt, dann hasse ich ihn. So, ja, schön. Wasser-Pergam-Enton. Ich dachte, wir machen das eigentlich diese Folge, aber jetzt hat
die Suche nach Bobby einfach so lange gedauert, dass diese Folge anscheinend jetzt schon vorbei ist. Naja, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann das Wasser-Pergam-Anton an. Und Bobby will anscheinend nicht mit in die Tempel. Na, natürlich würde ich auch gerne diesen finsteren, bedrohlichen Tempel begleiten. Aber ich zitter halt nur wegen der Vorfreude. Leider bin ich vom vielen Schulterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich jetzt hier lieber noch ein bisschen aus. Naja, bis später, ne? Genau, und damit würde ich sagen, euch auch bis später. In der nächsten Folge gucken wir uns dann wirklich den Wasserpergam-Anton an. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.